Mikro. Ich kann auch so reden. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss gestehen, als wir die Stunde hier angemeldet haben, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich so viel Phrasendrescherei und belangloses Geschwätz zum Thema Zukunft hier heute hören würde. Hier droht ein Abbau von mehr als 400.000 Arbeitsplätzen. Und einige hier gewerkschaftsnahe Kollegen stellen sich hin und sagen, ja, das ist halt so. Es ist unfassbar. Das letzte Mal, als wir hier das diskutiert haben, haben Sie von der Regierungskoalition sich hier noch hingestellt und betont, dass durch Ihre Politik mit der Umstellung auf E-Mobilität keine Arbeitsplatzverluste entstehen werden. Jetzt haben wir eine Studie von Ihren Experten, und die sagt genau das Gegenteil. Und die sagt genau das, was die AfD-Fraktion von Anfang an gesagt hat. Das Ende des Verbrennungsmotors hat gravierende Konsequenzen für die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Das sagt diese Studie, das sagen wir, und Sie begreifen es nicht. Das, was hier auf die deutsche Autobranche zukommt, sind eben nicht die Auswirkungen des technischen Fortschritts, wie das manche hier suggerieren. Einige Politiker hier verbreiten ja sogar das Märchen, die deutsche Automobilindustrie wünsche sich die Umstellung auf Elektromobilität. Das ist entweder eine dreiste Lüge oder erschreckende Unkenntnis. Die Umstellung auf Elektromobilität in der Automobilbranche folgt den planwirtschaftlichen Vorgaben der Politik. Es ist zukünftig in Europa praktisch unmöglich, Automobile zu verkaufen ohne signifikante Anteile an Elektromobilität. Und für die Hersteller bedeutet das eine Zwickmühle. Einerseits sind die Verbrauchsvorgaben der EU, die Sie zu verantworten haben, zu vermeiden. Andererseits sind Elektrofahrzeuge aufgrund der fehlenden Nachfrage überall in Europa praktisch nur schwer verkäuflich. In vielen Fällen sind sie gar nicht verkäuflich. Und das ist der Grund, warum die Automobilbranche immer wieder den Wunsch nach Förderung, nach staatlicher Förderung und Subventionen von Elektromobilität an Sie richtet. Sie treiben die Unternehmen in diesem Land in ein marktwirtschaftlich nicht funktionierendes Geschäftsmodell. Und es ist mir völlig unverständlich, dass angeblich marktwirtschaftlich orientierte Parteien, die da drüben können wir eh vergessen, wie die CDU, CSU und die FDP, diese Politik der Planwirtschaft in diesem Land auch noch vorantreiben. Für die Finanzen unseres Landes ist die Automobilbranche überlebensnotwendig. Im produzierenden Gewerbe wird mehr als jeder vierte Euro mit dem Automobil umgesetzt. Und die drohenden Umsatzrückgänge werden speziell in Süddeutschland, und das werden dann viele in ihren Wahlkreisen noch merken, eine wirtschaftliche Krise nach sich ziehen. Eine Krise, die das Leben der Menschen dort auf den Kopf stellen wird. Und die AfD ist die einzige politische Kraft, die sich trotz massivem medialen Gegenwind für eine andere Politik als die Umstellung auf Elektromobilität ausspricht. Statt Elektroplanwirtschaft fordert die AfD eine ideologiefreie Politik, um die Mobilität der Menschen in diesem Land zu erhalten. Und wenn es um den Erhalt der Arbeitsplätze geht, spätestens dann muss die Politik in diesem Land auch dem Verbrennungsmotor eine Zukunft ermöglichen. Und ob jemals Verbrennungsmotoren abgelöst werden, solle der technische Fortschritt entscheiden und nicht eine Partei, die sich im Wesentlichen mit Kobolden gut auskennt. Und im Gegensatz zu Ihnen, liebe Regierungsvertreter, haben wir ein Konzept. Ja, wir haben hier einen Antrag formuliert, mit dem die Autohersteller die Vorgaben der EU erfüllen können und gleichzeitig die Arbeitsplätze hier in Deutschland erhalten werden. Und das völlig ohne Subventionen. Und übrigens, die Volksrepublik China wird ja hier immer als Vorreiter in strategischer Innovation, insbesondere in Bezug auf Elektromobilität, gefeiert. Die Ironie ist, diese Volksrepublik China hat im Prinzip genau unseren AfD-Antrag, den Sie alle abgelehnt haben im Ausschuss, mittlerweile umgesetzt. Die einseitige Subvention von Elektromobilität in China ist beendet und synthetische Kraftstoffe werden dort anerkannt. Und das ist genau das, was wir hier in Deutschland von Anfang an gefordert haben. Unser Antrag zu synthetischen Kraftstoffen kommt bei nächster Gelegenheit
hier wieder ins Plenum. Und dann können die Unternehmer und vor allen Dingen die Mitarbeiter, die Ihnen heute noch die Stimme geben, ja, in Zukunft eben nicht mehr, genau sehen, wer von Ihnen für die katastrophalen Arbeitsplatzverluste hier in Deutschland verantwortlich ist. Die Menschen da draußen sollen wissen, dass es nur eine politische Kraft in diesem Land gibt, welche die europäischen CO2-Vorgaben und die Erhaltung des Verbrennungsmotors gleichzeitig umsetzen kann. Und diese politische... Herr Kollege, es ist jetzt vorbei.